Woche für Woche ist bei den Bundesligaspielen ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Gelegentlich kommt es dabei auch zu Auseinandersetzungen mit verschiedenen Fangruppierungen. In Nordrhein-Westfalen soll es nun aus Kostengründen keine Polizeipräsenz mehr geben. Innenminister Ralf Jäger betont jedoch, dass dies nur für Spiele gelte, bei denen keine Ausschreitungen zu erwarten sind. Es geht um die Spiele, die in den letzten 3 Jahren ohne Krawalle stattgefunden haben. Hier wollen wir die Kräfteeinsätze der Bereitschaftspolizei lageangepasst runterfahren. Auch auf die Begleitung der Zuschauer vom Bahnhof zum Stadion verzichtet die Polizei. Die Initiative gilt zunächst als Pilotprojekt für die Dauer von 4 Spieltagen. Ich sage es ganz deutlich, es bleibt bei der Einsatzdichte bei Risikospielen. Daran wird nicht, das wird nicht angetastet. Gleiches gilt übrigens auch für das konsequente Verfolgen von Straftätern und Gewalttätern um den nordrhein-westfälischen Fußball. Schon im vergangenen Jahr hatte Jäger gedroht, Heimspiele von Schalke 04 nicht mehr in vollem Umfang zu sichern. Soweit kam es aber nicht. Nun setzt das Land auch verstärkt auf die Eigenverantwortung der Fans. Ich habe viele Gespräche in den letzten Monaten mit Fanvertretern geführt. Sie sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das können Sie jetzt auch unter Beweis stellen. Es ist unser gemeinsames Ziel, dass Fußballerlebnisse in Nordrhein-Westfalen friedlich sind. In den vergangenen Tagen war viel über die Kostenbeteiligung der Deutschen Fußballliga an den Polizeieinsätzen diskutiert worden. Bremen machte einen Vorstoß und verpflichtete die DFL, sich an den Ausgaben zu beteiligen. Das Pilotprojekt in NRW sei aber nicht als eine trotzige Reaktion auf die Haltung der DFL zu sehen, die eine Beteiligung an den Kosten weiterhin ablehnt.